Hier ist Marius Müller-Westernhagen. Momentchen bei mir stehen bleiben. Marius Müller-Westernhagen, wir machen direkt was anderes, weil ich habe mir überlegt, wir machen direkt ein bisschen was anderes. Also hallo erstmal, ja, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, guten Abend. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Du hast natürlich schon viele Interviews gegeben in deinem Leben. Und da will ich jetzt nicht der 1400. sein, sondern wir machen etwas ein bisschen anders. Und du kannst dir selber überlegen, wie die Fragen sind. Und ich habe eine Idee und du musst sagen, ob du es machst. Ich habe ein Spiel, das ich sage einfach, ich fange es einfach an und du sagst dann danach, ob du es praktisch boykottierst, okay? Ja, wenn ich Nein sage, was machst du denn dann? Ja, dann haben wir ein Riesenproblem, mein Freund. Das ist meine Idee. Ja. So, und deswegen geht's jetzt los und das Spiel heißt Unbequeme Fragen auf bequemen Stühlen. Und das ist jetzt folgendermaßen, wir fangen jetzt gleich an. Und ich würde jetzt praktisch dich selber überlegen lassen, ob du bequeme Fragen auf unbequemen Stühlen haben möchtest oder unbequeme Fragen auf sehr bequemen Stühlen. Und dafür haben wir jetzt hier sehr viele Stühle. Also einmal diesen sehr kaputten, sehr unbequemen Stuhl, kann man aber drauf sitzen. Dann gibt es hier so das Modell mit Massage. Aber hier gibt es noch diesen kleinen Stuhl, dann gibt es da, das ist der Dachstuhl da vorne. Oh. Kinosessel, so einen schrägen. Das ist ein Gaming-Stuhl, das ist vermutlich was, was jetzt erst in den letzten 10 Jahren kam, sowas. Da wird praktisch, in sowas wird Montana Black mal beerdigt irgendwann, ja? Okay. Ja. Ich überlasse das dir. Sag mal, bequeme, also dann, unbequeme. Also wenn du mir versprichst, nicht einzuschlafen, dann würde ich jetzt erstmal sagen, du dürftest dich einmal da auf den bequemen Sessel setzen, ja? Okay. Okay, also erstmal eine unbequeme Frage auf einem sehr bequemen Stuhl für Marius Müller-Westernhagen. Absa. So. Der ist wirklich bequem. Der ist gut, ne? Ja. Ja. Für was ist das? Der ist sehr, sehr schön. Nicht draufdrücken, das explodiert dann. Ah, okay. So, folgendes. Welche prominente Person, die wir alle kennen, hat deiner Meinung nach einen auffällig hässlichen Kleidungsstil? In unserem Business oder allgemein? Allgemein. Hauptsache, wir kennen ihn und es stört ihn. Also, wenn mir als erstes in den Kopf kommt, ist Thomas Gottschalk. Ja. Sehr gut. Ich glaube, damit kann er leben. Wahrscheinlich, ja. Ja. Möchtest du eine weitere unbequeme Frage oder eine bequeme Frage? Wie du willst. Ja? Also wenn du möchtest, könntest du vielleicht, wenn du auf dem Stuhl da Platz nimmst, noch eine unbequeme Frage. Das ist nämlich sehr bequem, der Stuhl. Das ist ein schöner Sessel, den man auch lesen kann. Oder unbequeme Fragen. Ich finde, dass der sehr bequem ist. So, lieber Marius Müller-Westernhagen, welche Drogen hast du schon alles genommen? Das dürfte alles verjährt sein. So dass, die Droge, die... ich trinke sehr gern roten Wein und sehr guten roten Wein. Ja. Und das ist ja erlaubt. Ja. Bisher noch. Ja. Ich habe in der Zeit in den 60ern, so wie wir alle, Gras und Haschisch geraucht. Aber eigentlich war das eine Erfahrung, die für mich nicht so gut war, weil sie macht mich absolut passiv. Ja. Ich habe eine Episode von einer Band, wo die Band immer wieder das Intro spielte und wieder und immer wartete, dass ich anfange zu singen. Und ich habe immer gedacht, das ist doch gar nicht nötig, ist doch wunderschön. Das braucht keinen Gesang. Und dann hatte ich eine Erfahrung mit LSD, was mir jemand in Tegel getan hatte. Und hatte am Anfang einen Horrortrip, 24-Stunden-Trip. Was hast du da gesehen? Was war los da? Ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Erfahrung gehabt, dass ich in den Spiegel guckte zu Hause. Ich lebte noch zu Hause. Und habe mich gesehen als Baby, so wie so ein von dieser Zwiebackpackung. Sehr, sehr gesunde Baby und wurde dann im Spiegel immer älter, 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 bis im Spiegel nichts mehr war. Oh Gott. Das war ziemlich erschreckend. Dann habe ich versucht, normale Reaktion, kaltes Wasser ins Gesicht und habe gedacht, du kannst jetzt nicht deine Mutter wecken, weil die erklärt dich für verrückt. Ja, hatte sie auch vielleicht nicht so unrecht. Ja, habe dann versucht, meine Freundin zu erreichen, die schlief aber anscheinend auch schon und habe mich dann irgendwann dran gewöhnt und habe gedacht, okay, du musst dir jetzt vorstellen, das ist nur eine Droge. Ja.
Und du zählst jetzt bis 10 runter und wenn du dann nicht tot bist, alles okay. Aber leider fing ich dann an zu sterben. Komischerweise fing das an den Füßen an. Ja. Am nächsten Tag hatte ich ein Hörspiel in Remagen, fuhr da selbst mit dem Auto hin, voll auf Trip, hab das Hörspiel absolviert, voll auf Trip. Und muss wirklich sagen, das war eine Erfahrung, das ist die einzige Droge, die wirklich einen großen Einfluss auf mich hatte. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und erfahren. Ja. Wie nie wieder in diesem aber Tempo. Aber du würdest das jetzt nicht empfehlen, statt Schule beispielsweise oder so, ne? Nein, statt Schule nicht. Es werden aber jetzt, auch hier in Berlin, in der Charité, gibt es einen Versuch mit sehr geringen Mengen von LSD, um in der Psychiatrie etwas zu bewirken. Und das halte ich für sehr, sehr vernünftig. Ja, das ist so eine Abteilung in der Charité, die heißt Berghain. Wird mit erst sehr kleinen Mengen und dann immer größer werdende Mengen wird das dann probiert. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie LSD nehmen. Ist immer Donnerstag bis Sonntag, kann man da hingehen und macht viel Spaß. Muss man sich aber was zu essen mitnehmen für die Zeiten zwischendurch. So, jetzt könntest du dir vielleicht noch einen anderen Stuhl noch aussuchen. Welchen Stuhl möchtest du denn haben? Auch den kleinen. Den kleinen, okay, dann kriegst du vielleicht eine bequeme Frage. Guck mal, sowas muss man immer sitzen, wenn man beim Kita-Elternabend ist. Ist das 4 Stunden lang. Und dann muss man darüber reden, wer alles Nüsse mag. Oh, okay. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und in der Musikbranche wird oft gestritten. Aber in einer Sache sind sich alle einig. In den letzten 300 Jahren der Musikgeschichte war keine Stimme so schön wie deine. Doch nicht nur deine Stimme ist wunderschön, auch du. Was laut ErnährungswissenschaftlerInnen nicht zuletzt daran liegt, was du isst. Deshalb meine Frage, was ist dein Beauty-Geheimnis für eine gesunde Ernährung? Es ist in jedem Fall nicht militant. Das möchte ich mal sagen. Ja. Also ich versuche mich verhältnismäßig gesund zu ernähren. Mhm. Ich versuche und brauche das auch. Und das ist dein Beauty-Geheimnis? Sonst geht das nicht. Ja. Das war es tatsächlich schon. Du hast es geschafft. Das waren unbequeme Frage auf bequem Stühlen und andersrum. Ja, das ist hier erstmal der erste Teil. Es geht jetzt erst richtig los. Also, das war das. Weiter geht's.